Guck mal, das ist die Mutter und die hat einen blauen Kopf. Die hat zwar so einen grünlichen, ja, grüne Augen hat sie auch. So einen grünlichen Körper, aber eben noch einen blauen Kopf und der ist ja komplett grün. Hallo Leute, der Sorry, willkommen zur nächsten Folge Ark Extinction. Es geht weiter und hier steht da, mein Managarm ist mittlerweile Level 150, hat eins dazu bekommen. Ja. Und ich habe ja in der letzten Folge den gezähmt, war ein Level 100 und ich will diese Folge mit dem noch ein bisschen mich mal unterwegs auf den Weg machen, unterwegs sein. Aber vorher kommt noch was anderes. Warte mal. Lass mich mal hier ran. Hat ein Update. Das kommt in Nahkampfschaden. So. Ich habe nämlich die beiden Tech-Rexe hier verpaart. Den anderen, der hinten steht da, den hatte ich auch schon mit dem verpaart. Also ich habe zwei Weibchen, nämlich da hinten ein Level 137, den hier 231, auch mit Level Up. Das kommt in Gesundheit. Und das Männchen hier, Level 312. Ja, und ich habe die verpaart und habe damit zwei Eier und habe die mal hier hochgepackt. Zum Ausbrüten. Hier braucht man Energie. Und zwar braucht man Refertilizer. Und ich hab vergessen nachzugucken, wie man das herstellt, wo man es herkriegt. Ja, so. Die sind ein bisschen unterschiedlich. Also der hat es eine Minute eher fertig. Der braucht noch 5,5 Minuten. Der braucht noch ungefähr 6,5 Minuten. Also ich habe es ein bisschen so getimt, dass die auch nicht gleich sind. Der hat halt Level 231 und 312 als Eltern. Also die beiden, die da jetzt stehen. Und der DSI hat halt das niedrigere, die Mut niedrige Mutter 137 nur und 312. Es zählen ja dann aber sozusagen die Werte, die ungelevelt sind, also die nach dem Zähmen sind. Da bin ich mal gespannt, gerade was hier rauskommt und was hier rauskommt, das werden wir mal sehen. Und die will ich mir dann auch wieder hier runterziehen, deswegen muss ich jetzt hier mal gerade ein bisschen Platz machen, dass die hier überhaupt hinkommen. Schneeeule mal zur Seite, einfach mal ein bisschen Platz machen, weil Rexe sind ja jetzt keine so ganz kleinen Tiere. Ja, so. Und der da hinten kackt erstmal rum. Wo sind meine? Ach, da steht die andere Eule. Okay. So, das heißt, hier hätten wir dann etwas Platz. Und ich kann mir auch mal noch ein Stück so machen. Jump. Auch Level up. So. Dann können wir vielleicht die auch nochmal ein Stück zur Seite bewegen. Weil wenn die ausgewachsen sind, sind die ja natürlich auch ein bisschen größer. Mal hier rückwärts langparken. Langsam. Also was hier am Anfang sowieso Riesenplatz erscheint, weil dann hier ein paar Rexe und noch ein Giga und so steht, ist der Platz auf einmal gar nicht mehr so riesig. Es ist schon echt krass, ja. Also, wenn man am Anfang denkt, boah, hat man hier viel Platz, das brauche ich doch niemals. Und dann auf einmal steht das alles voll mit Tieren. Ihr steht hier auch ziemlich in der Mitte rum. Bringe ich euch mal hin? Ich glaube, ich bringe euch mal auch mal irgendwo darüber. Da an die Seite. Genau. Das ist vielleicht ganz sinnvoll. Da muss ich da nur auch ein paar Bären in diese Box da reinpacken. So, noch hier. Schön rückwärts einparken. Muss man dann rechtzeitig gucken gehen, dass ich die Rechse nicht verpasse. Hier können wir mal gucken. Da müsste mittlerweile, genau, also zweimal fortschrittliche habe ich drin. Aber leider noch nichts Besseres bekommen. Wobei fortschrittlich durchaus auch mal heißen kann, dass was meisterhaft ist. Wow. Das hat gerade geruckelt. Ja, aber eben, ja. So. Ist okay, also ist nicht schlimm. Ich hoffe, dass ich da auch noch bessere Sachen rauskriege. So, komme ich hier hoch? Nein, ich komme hier nicht hoch. Hey, lustigerweise komme ich hier hoch, aber da drüben nicht. So, gucken wir mal. 2,5 Minuten noch. Okay, dann können wir zumindest für einen Kühler und Dödi hier noch irgendwas rausnehmen, dass die auch was zu futtern haben. Weil hier habe ich nämlich. Wo hänge ich denn jetzt dran?
Ey, das gibt's nicht. In letzter Zeit. Ich hänge hier? Am Stein festgehängt. Ja, draufgestanden, festgehängt. So, hier gibt's nämlich nur Fleisch drin. Das brauchen wir nicht. Hier wird gerade ganz anders. So, dann haben wir hier Platz. Können wir die Rechse hier runterziehen dann. Jetzt brauche ich noch Fleisch. Fleisch. Nö. Und warte mal, du könntest das haben. Hier war ich mal unterwegs, genau. Damit ich die auch füttern kann. Nehmen wir mal so ein bisschen Fleisch mit. Ich habe Stein, weil ich Stein abgebaut habe. Bringen wir den Stein mal noch schnell weg. Trinken noch schnell einen Schluck. So. Mal gucken. Ich habe hier festgestellt, mir macht es Sinn, so ein bisschen so quer zu... Nein. Ey, das gibt's nicht. Wie oft ich hier jetzt festhänge und dann ist Fly und Walk tatsächlich ein sehr guter Freund. Ja. So. Haben wir noch 50 Sekunden. Wunderbar. So, die sollten hier eigentlich von der Größe auch durchkommen. Aber hier ist ein Krach in den ganzen Eulen. Gibt's aber nicht. Kein Benehmen. Ja. Lustigerweise war hier diese Steckdose, die war weg. Das Electrical Outlet, das musste ich neu bauen. Keine Ahnung warum. Ja, ansonsten sieht das gerade schon ganz schön, also es ist schon ganz schön krass, was ich hier versammelt habe. Gerade so an Tech-Rexen und High-Level-Rexen. Ja, der Giga ist jetzt nicht so. Aber das finde ich schon ganz schön ordentlich. Ja, und wenn beide Rexe geschlüpft sind, dann gucken wir uns auch mal die Werte an. Und dann gucken wir auch mal an wann die gepflegt werden wollen, imprintet werden wollen, und dann werde ich noch ein bisschen mit dem Managam unterwegs sein. Ja, das wollte ich ja, habe ich ja letztes Mal angekündigt. So. 197. Das ist nicht schlecht. Kann man nichts sagen. So. Auch Zuwendung in einer Stunde. So. Verhalten. Du bist erstmal passiv. So, dann komm mal mit. Mal eine Minute, um dich hier runterzuziehen. Nicht ganz. Komm mal mit. Der läuft erst mal oben über die Klimaanlagen lang. Auch gut. Also dafür, dass die Mutter Level 137 ist bei dem, ist das nicht schlecht. Finde ich das ganz gut. So, dann bleibst du hier erstmal kurz stehen. Halt. Oh, der hat noch Wandern. Wandern. Noch Wandern aktiviert. So. Stopfen wir hier gleich mal noch was rein. Gehen wir nochmal hoch hier. Jetzt müsste nämlich gleich der andere schlüpfen. In 12, 11, 10. Okay. Ja. Ein kleiner. Kommt von der Farbe her ja nach der Mutter, würde ich sagen. Kopf nicht, aber Kopf müssen wir gleich nochmal angucken. Im Detail, ich wollte nur den anderen hier nicht. So. Alleine lassen. Level 248. Das wäre sehr nice. So, Verhalten. Du bist auch erstmal noch passiv. Ja, du brauchst noch nichts machen. So, Jupp. Und dann kommst du mal mit auch hier runter. Und dann ziehen wir dich hier hin. So, komm. Komm. Ja, der ist jetzt wirklich, also die Mutter hat ja immerhin noch einen blauen Kopf, keinen grünen Kopf. So, also Zuwendung brauchen sie in einer Stunde 20 ungefähr, okay. Ja. 248 und 100, aber 197 finde ich gar nicht so schlecht. Ja, so. Können wir schon ein bisschen was reinklopfen hier. Aber der hat jetzt wirklich ganz grüne Augen. Warte mal, ich muss erstmal, der ist lila. Von den Augen, also lila ist der Vater. Und hat auch eher die Färbung vom Vater. Ja? Der hier, der Kollege. Und der ist aber, hat grüne Augen. Ich muss mal kurz gucken, was für Augen die Mutter hat. Guck mal, das ist die Mutter und die hat einen blauen Kopf. Die hat zwar so einen grünlichen, ja, grüne Augen hat sie auch.
so einen grünlichen Körper, aber eben noch einen blauen Kopf. Und der ist ja komplett grün. Ich finde Level 197 finde ich jetzt echt gar nicht schlecht. So, machen wir hier nochmal ein bisschen rein. So, da hat der 4600 Leben. Okay, ist jetzt nicht so viel. Nahkampfschaden 287 ist jetzt auch nicht so viel. Keine Mutation. 2200 Ausdauer ist gar nicht schlecht, glaube ich, oder? Weil, guck mal, der hat 8100 Leben, deutlich mehr, aber weniger Ausdauer. Dafür aber, oh, einen schönen Nahkampfschaden. Also, 448% Nahkampfschaden ist schon mal eine ordentliche Ansage. Gucken wir mal kurz, Mutation, zufällig, nix, nö. Aber... Wir können ja mal kurz zur Mutter gucken gehen. Hier hatte ich ja die Werte eingetragen. Das muss ich bei denen auch machen, wenn sie ausgewachsen sind. 458. Nee, warte mal. Na, Schaden 395. Das heißt, der hat mehr Schaden als die Mutter. Ausdauer ungefähr gleich. Die Hitpoints hat er von der Mutter. Bei dem weiß ich jetzt leider nicht mehr, was der an Werten am Anfang hatte. Das müsste ich nochmal nachschauen. Ja. Aber okay. So. Baby Rex. Schupp. So, dann habt ihr jetzt erstmal ordentlich zu fressen. Erstmal gucken, dass hier genügend drin ist. Wenn die hungrig sind wie die Mäuse und so, dann muss da genug drin sein. Und war denn irgendwo war doch. Hier war doch noch. Packen wir da noch ein bisschen was rein. Dass die mir auch ja nicht hungern. Das wollen wir ja nun wirklich nicht. Und dann nehme ich tatsächlich auch nochmal den Managam. Ja, der Ängst vergesse ich nicht. Dann gehen wir mit dem nochmal gucken. So, 150. Muss erstmal hier Ausdauer machen. Jump. Dieses, ich finde das sehr lustig. So, und. Jump. So. Und dann gucken wir einfach mal. Ah. Na komm. Kann ich die nicht? Warum kann ich denn das nicht? Jetzt. So. Dann nehme ich mal ein bisschen Essen für den. Ja, und dann gucken wir jetzt einfach mal. Wir warten kurz, weil die Ausdauer erschöpft sich ja gerade, solange wir diesen Buff von den Fliegen haben. Dann gucken wir mal kurz, was der für Schaden macht. Ich weiß gar nicht, ob das Schadenswert, wie sich der Schadenswert des Fernkampfangriffes, wie sich das berechnet. Wie lange habe ich den denn? Jetzt ist er weg. So, dann gucken wir hier mal. Jump. Stego Level 20. Okay, das ist jetzt ihr. Ja, ein geringes Level, aber okay. Ja. Jump. Warte mal, ich will hier nicht jetzt unbedingt reinhauen. Nicht, wenn hier alles rumsteht. Das meiste will ich ja gar nicht angreifen. So. Bisschen auf das Gewicht müssen wir achten, aber okay. Ja. Auf eine Spinne. Erledigen wir auch mit. So. Dann, also 1000 Ausdauer braucht er mindestens. Wahrscheinlich eher noch ein bisschen mehr. Und dann müssen wir noch ein bisschen auf Nahkampfangriff und auf Fernkampf und auf na, Gesundheit auf jeden Fall gehen. Was für ein Level hat der? Oh, der hat den Buff. Schnell mal weg hier. Der hat nämlich diesen Buff, den er von den Fliegen kriegt. Der geht jetzt auf mich. Das heißt, da macht er unglaublich wenig, also nimmt er wenig Schaden. Ja, und macht unglaublich viel Schaden. Da haut er echt was raus. Das ist echt krass. Von so einem Ding bin ich am Anfang mal
getötet worden. Und zwar gnadenlos. Da können wir uns einmal hier rüber dingsen. Dann braucht er nämlich eine Weile. Ich glaube, jetzt ist der Buff vorbei. Level 45. Ja. Und mit diesem Buff ist es halt echt krass. Dann sind die Teile auf einmal so stark. Machen so einen Schaden. Gut, so. Gerade mal überlegen, in welche Richtung wir jetzt gehen. Ich glaube, wir gehen erstmal hier so ein bisschen lang. Hier ist ja richtig was los. Die Prontos machen hier gerade Aufräumaktion oder wie? Gar nicht den Pronto treffen. Jetzt hab ich den Pronto getroffen. So. 1000. Ich muss das Faden kurz noch. Ich muss definitiv das Fadenkreuz noch machen. Also das ohne Fadenkreuz ist halt ganz schwierig zu zielen. Initial, bis man das Fadenkreuz hat. So, wir haben ja fast schon wieder ein Level. Ich glaube, ich brauche noch deutlich mehr Ausdauer. Ja, hallo, Trike. So. Also, da muss ich echt nochmal nachgucken, ob der Nahkampfschaden Auswirkungen auf diesen Angriff hat. Level 95. Nächstes Level ab. Ach du, der ist schon weg. Dann erstmal kurz Ausdauer regenerieren. Das ist das Problem. Wenn die Ausdauer wenn die Ausdauer weg ist, dann wird es tatsächlich schwierig. Vorher ist alles easy going. Ja, so. Was immer da drin steckt in dem. Pteranodon. Mutiert. So. Das kann weg. So, dann gehen wir mal weiter. Huch. Mit dem kleinen Vieh gehen wir uns gar nicht erst ab. Nächstes Level. Ah, hallo, Skorpion. Tschüss, Skorpion. Das ist echt krass. Also das macht echt dermaßen viel Schaden. In einer dermaßen kurzen Zeit. Ja, so, mal ein bisschen Gesundheit. Den kann man echt, das ist echt, den kannst du vor allem super gut leveln. Das ist echt krass. Das ist meiner. Stego Level 70. Das Einzige, was du wirklich aufpassen musst, dass du nicht deine Ausdauer mal komplett leer machst und dann steht auf einmal der Rex hinter dir. Dann hast du nämlich ein Problem. Wow, 140. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gleich wieder ein Level. Nahkampfschaden? Das könnt ihr mir, also wenn ihr es wisst, schreibt mir das mal in die Kommentare. Wenn ich den Nahkampfschaden erhöhe, verbessert sich dann auch dieser Angriff? Dieser Fernkampfangriff? Was liegt denn darum? Ist das ein Rex, der hier tot ist? Sieht so aus, oder? Ja, was hat denn hier ein Rex getötet? Interessant. Irgendwas hat hier eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Hier war es nicht. Vorne ist ein Rex. Welches Level? Da sind zwei Rexe. Rex 60. Kann ich gerade nicht sehen. Den entfernen wir mal. Hallo Bär. Warst du das? Könnte natürlich sein. Nee, ja, mit Level 20 eher nicht, aber...
Der eine Rex war Level 60. Das ist der. Und da. Der andere ist schon weg, oder was? Zu weit weg? Ja, bin zu weit weg, okay. Gucken, vielleicht kommt er ja näher. Immer noch. Pomp. Das ist ja heftig. Einfach mal den Rex zerlegt. Das ist schon echt krass. Ah, zu weit weg. Erst wieder Ausdauer regenerieren. Einfach mal so schnell einen Rex zerlegt. Das ist schon echt geil. Also das muss man sagen. Das ist schon... Das hat schon was. So. Nochmal Gesundheit. Also ich denke mal, so 10.000 Gesundheit sollte der schon kriegen im Endeffekt. Der Rest. Also mal angenommen, der Nahkampfschaden bringt nichts für diesen Fernkampfangriff. Was heißt der Nahkampfschaden? Ja. Dann muss der Rest, geht dann einfach gnadenlos in Ausdauer. Weil das ist ja das, was dann Schaden macht. Und zwar ohne Ende. Jutoran ist Level 100. Nicht schlecht. Gab wieder ein Level ab. Das ist schon echt geil. So. Gesundheit und Ausdauer. So, haben wir's. Da hinten ist noch ein Jutoran. Ist der auch so High Level? Dire-Bär? Oh, Alter, das ist ein Dire-Bär Level 120. Die haben gerade den Jutyrannus gekillt. Okay. Das hat den Dire-Bären überhaupt nicht interessiert, dass da so ein High-Level... Huch, Jutyrannus war... Der hat noch irgendeinen Buff. Was ist denn das? Jetzt ist er weg. Gucken wir mal. 20 und 120. Na, den zuerst... Komm mal her. Ey, das finde ich echt krass, wenn einfach so neben dir so ein Tier spawnt. Manchmal ist es dann halt ein Rex. So, bah. Ja, zum Glück ist man mit dem hier auch sehr schnell weg. Das ist halt der große Vorteil. Hier muss ich ein bisschen aufpassen, nicht, dass hier ein Loot-Trap auf einmal runterkommt da vorne. Ich glaube, alleine, also selbst wenn es ein blauer ist... Macht das nicht so viel Sinn. Es gibt ein paar Videos davon, wie Leute das versuchen, aber... Und Level 40. Und... Lass uns erstmal kurz Ausdauer regenerieren. Level 5. Na gut. So. Wunderbar. Essen wir noch einmal zu. Dann haben wir ein bisschen Fleisch. Also... Funktioniert super. Ich sehe gerade, wir sind schon bei über 20 Minuten mit der Folge. Ja, ich werde hier noch ein bisschen den leveln, ganz vorsichtig. Was heißt ganz vorsichtig? Aber ich werde noch ein bisschen mit dem unterwegs sein und noch ein bisschen leveln. Wahrscheinlich mich jetzt darüber machen Richtung Stadt wieder. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann gibt es vermutlich die Rexe, die dann Zuwendung wollen. Mal gucken. Bin gespannt. Bis dann.